Herzlich willkommen zu meiner Fahrkarte auf dem Marsch. Wir werden jetzt beginnen mit der Kursprogrammierung mit Dreierfeld mit Modus für drei Marschierungen ein Feld. Ich wünsche allen noch einen schönen Feiertag. Frohe Weihnachten. Für den zweiten Feiertag, oder erst? Den zweiten. Wir müssen aber erstmal hier unsere Gerätschaften. Herrichten, dass sie entsprechend auch ernten können. Hätte ich auch schon vorher machen können. Aber gut. Der Überladewagen ist bereit. Der ist bereit am Händler. Mit dem Traktor angehängt schon. Und wir werden mal gleich schauen, dass wir hier das fertig kriegen. Hoffen wir, ihr habt schöne Garn bekommen. Vom Weihnachtsmann oder vom Christkind. Egal wer. Hauptsache, ihr kommt zu gebrauchen. Das ist ja meistens der Fall. So, da haben wir den ersten Drescher, den stellen wir hier gleich hin. Jetzt machen wir eine Berechnung, und zwar den alten erstmal löschen. Kursgenerierung, dann nehmen wir gleich mal drei Fahrzeuge. Das ist wichtig. Vorgewende machen wir auch. Da es ja drei Fahrzeuge sind, macht jeder ein Vorgewende. Das ist wichtig. Also, habt ihr das Problem? Dass plötzlich, wenn ihr eine 2 machen würde, das sind mal 6, dann wäre das ziemlich eng. Ne? So, Uhrzeigersinn, 3 Fahrzeuge, nichts überspringen, auch kein Feldinsel. Und hier automatisch sowieso, weil das man sollte auch Feld 12 anklicken. Das ist ja schon mal fertig. Das ist Fahrzeug Nummer 1. Das ist normal, das ist für 3 Fahrzeuge. Er ist Fahrzeug links. Umfahrt aktiviert, das lassen wir auch so. Mal gucken. Hat er sich geändert vielleicht? Deaktiviert, Entfernung rückwärts. Fahrzeugverband müssen wir aktivieren, sonst fahren wir sie über den Haufen. Hinten, links. Das hat sich geändert, also ist links. Der erste ist links. Und dann nehmen wir den zweiten. Auch den müssen wir erstmal, da sind wir jetzt schlau. Da werden wir jetzt entsprechend den anderen nehmen. Könnt ihr, das ist ja wohl egal. Fahren wir ein bisschen zurück. Dann hängen wir den ab. Und nehmen das gleiche vorne, das hier. Dann brauchen wir nicht lange umher jonglieren und dann gleich. Denn das ist ja völlig egal, ob wir ihn jetzt zuerst nehmen. So, jetzt soll ich mal wieder einklappen. Und damit es auch klappt, wenn wir gleich manuell das erste Stück gleich dreschen. Wenn wir das Stroh dann nutzen wollen zum Abfahren, dann wäre das ganz praktisch, wenn wir das vorher mit einem Schwadder auf eine Bahn bringen können, dass wir dann mit einem Überladewagen mitfahren können. So. Die werden wir gleich programmieren. Und zwar kopieren. Das ist ja der linkste Prinzip der Fahrzeug, was nicht dran ist. 16 Meter, Lexikon 89, das passt. Kopieren wir gleich und dann gucken wir gleich, das muss derjenige sein. Ja, hinten. Hinten, Mitte normalerweise. Nehmen wir an, dass das so passt. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt können wir uns den anderen gleich anhängen. So, klappen wir auch gleich ein. Dann stellen wir uns in die zweite Reihe auf.
Grunde ist so immer egal. Hauptsache, wir haben erstmal ein Stück gedroschen, dass wir nicht in Frucht fahren müssen. So, jetzt stehen sie alle bereit und der will man umstellen auf Stroh. Und das ist wichtig. Mit dem Komma. Denn die wollen ja den Stroh behalten. Ne? So, Trikale. So, das ist der auch entsprechend kopieren. 14 Meter, das passt. Und hier muss es heißen rechts. Müsste eigentlich passen. Rechts, Verband und aktivieren, das ist wichtig. Sonst fahren die sich über den Haufen. Das ganze Problem. Und dann rein. Neu, das machen wir, haben wir mal gemacht. Wegen den Dings da. Wettbewerb. Kann man machen. Ich persönlich halte da nichts von. Bin nicht so stressig. So. Dann werden wir den mal anfangen. Der ist links. Einstellen. Einstellen, da musst du genau in der Mitte fahren normalerweise. Ich lese immer ausweichen, den neben Anne. Einstellen. Der fährt schon mal los. Natürlich ist er ungünstig, wenn er jetzt natürlich jetzt ne, stehen bleibt, weil der andere hier entsprechend, ne? Muss den auch einstellen, Trikale normalerweise. Zusammenscheißen. Normalerweise sollte der jetzt vorausfahren und er hinterher. Damit wir nicht durcheinander kommen mit Abfahren. Lassen. Ein bisschen Platz schaffen, dass er vorbeikommt. Es ist mir ganz wichtig, dass die in der richtigen Reihenfolge fahren. In den Kurven gibt es Probleme. Also fahren, also von links und dann immer schön immer in den Kreis hinterher und dann in der Mitte entsprechend zu fahren. Kein Versatz machen dabei, dann muss das eigentlich gut klappen. Und der Bruder hat kein Stroh ausgekippt. Das hat er einfach auch gemacht. Jetzt musst du eigentlich Stroh rausschmeißen. Ich lege Stroh auf Wert auf Stroh. Einstellen. Jetzt wartet er 100 Meter ab, das ist ja auch so gewollt. Wenn die 100 Meter einhalten, dann ist das alles kein Problem. Was können wir hier erwarten ungefähr noch? Was schon, bei 315.000 Liter ungefähr. Da müsste ich eigentlich mal die Zahlen aufschreiben, weil wegen Ergebnis wie Unkraut und so. So. Nummer 3. Das sieht schon mal ganz gut aus. Der fährt auch. Müssen wir nur einsteigen. Und mal ganz kurz schauen, ob wir hier das ändern können. Und zwar verlassen. Anderen Modus zum Beispiel nehmen. Mal schauen, Verlistenpackpunkt. Was wir jetzt eingeben können wegen der Fruchtsorte. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich glaube schon.
dass er da entsprechend richtig ablehnt. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe es mal so gemacht. Da hat es geklappt. Also machen wir es auch mal so, damit es jetzt auch klappt. Ich finde, ein Traktor ist besser als ein LKW. Also die LKWs irgendwie, ich weiß nicht, von der Fahrphysik her nicht, und nicht geeignet, sagen wir so. So. Jetzt haben wir unseren Überladerwagen, 70.000 Liter, da sind wir gut bei aufgestellt für drei Drescher. Der Glas hat ja den größeren Mengen in drinne, von daher ist es ganz gut, dass er als erstes fährt. Dann müsste er ständig auf andere warten. Aber wiederum ist es auch schlecht, weil dann irgendwann die Abstände zu groß werden und dann könnte es sein, dass es Probleme gibt. Also müssen wir dafür sorgen, dass die möglichst mehr zeitnah leer gemacht werden. Ja, wir sind gerade bei. Die erste Folge ist dann mit dem Kursplay schon mal fast draufgegangen, ne? Ja, das kriege ich noch ganz gut hin mit Kursplay. Und das klappt auch ganz gut. Bloß wie gesagt, Abfahrer dann machen lassen, dann wird es schwierig. Weil jetzt so haben wir drei Fahrzeuge auf dem Feld. Warum fährt der jetzt in die Richtung? Okay. Ja, die Kurve, die mag er nicht. Warum fährt der jetzt in die Richtung? Die anderen müssten da oben sein. Oh. Ich habe doch den Kurs kopiert, das muss normalerweise funktionieren. Da muss ich mir mal schauen, wieso er das gerade jetzt so gemacht hat. Denn so weit kann er noch gar nicht sein. Weil er auch mittendrin. Das soll jetzt einer verstehen. Garantiert Probleme. Ich meine, Stroh habe ich das kein Problem mit, aber es ist ja ein Problem mit dem Abfall. Der sollte doch hier vorne, hat er angefangen. Und er hat auch hier vorne noch gearbeitet. Also das muss ich jetzt nicht verstehen, weil Stroh liegt ja da schon. Das ist mir jetzt so hoch. Und dann hat er, das muss ja mit irgendwas zusammenhängen. Also mit einem anderen Überführungskurs habe ich es umgestellt und jetzt Gasprobleme. Rechts. Also, nein. Wir müssen vorwärts fahren, sonst haben wir die Frustzerstörung drin. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso macht er jetzt so einen Scheiß? Und will unbedingt. Er hat doch begonnen. Zwei hat es funktioniert, beim dritten klappt es nicht. Vielleicht deaktiviert. Mir zu hoch, verstehe ich nicht. Auto aktiviert. 100%. Mir zu hoch, verstehe ich nicht. Das rechts deaktiviert. Muss ich jetzt nicht verstehen. Die anderen beiden sind fertig. Er fährt weiter. Normalerweise muss er noch warten.
Keine Ahnung. Ups, also kurz liegt, also die anderen Missionen haben geklappt. Und vor allem, weil die zwei Fahrzeuge sind ja gut gefahren und der letzte hier in der Reihe, ich war überall bei schwarze Schafe bei, ich weiß auch nicht, wo der hier rot ist, ne? Das ist mir jetzt schleierhaft. Komisch, aber gut, das war mal so, ne? So, wir haben es gleich geschafft für die Folge für heute. Dann ist Weihnachten bestanden, für mich jedenfalls. Folgenmäßig. Dann sage ich mal Tschüss und Winke. Ich wünsche euch noch einen recht schönen Feiertag. Hoffe, ihr habt es gut überlebt. Kalorientechnisch. Und so alles gut gegangen, auch wenn ihr unterwegs wart. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Man hört und sieht ihr vielleicht zur nächsten Folge. Morgen am Freitag. Ich glaube, Freitag war es. Tschüss.